Hey ho Leute, Monster Control Deck for the win! Wir spielen weiter die zweite Version davon mit den Hexern. Mit denen habe ich immer noch am meisten Spaß. Und der Effekt ist dann höher. Da wären wir schon. Wir spielen wieder gegen Skelliger. Die sind wirklich schwierig. Die wehren sich irgendwie am meisten. Mit denen tue ich mir auch am schwersten. Okay, gucken wir mal, was wir da so entfernen können. Gut, wir haben den Eskel schon mal. Das Wasservibe bringt uns da so gut wie gar nichts. Wir haben auch keinerlei Wettereffekte. Das wird schwierig. Verbrennen behalte ich auf jeden Fall. Was bringen uns die ganzen Mans, wenn wir keinen Wettereffekt haben? Okay, also wir haben jetzt mit dem Zug ein bisschen Pech. Und dann ein bisschen Pech. Okay, Moment. Wir könnten noch einen von denen ersetzen. Jawohl. Jetzt haben wir wenigstens den Waldschad bekommen. Das ist schon mal super. Damit können wir auf jeden Fall mehr anfangen. Welche Strategie wählen wir denn? Wir könnten jetzt zum Beispiel die Reiter der wilden Jagd beschwören. Und die mit dem Donnertrank verstärken. Das wäre eigentlich ganz clever. Jetzt gibt es Möglichkeiten. Wir könnten mit der Kombination aber auch warten. Wobei. Spielen wir erstmal die Reiter. So, wenn die Kuh krepiert, dann erscheint ein Chort. Der Chort hat eine Kampfkraft von 9. Da müssen wir aufpassen. Ich werde dein Herz fressen! Okay, jetzt werden wir mal unsere Kombination hier machen. Damit haben die jeweils 7. Wir haben ein paar Punkte voraus. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Entweder passt er jetzt. Oder er versucht weiterhin aufzubauen. Er zerstört sie alle. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir haben ja immer noch Estel. Der beschwört dann Tick, Trick und Track. Da sind sie auch schon. Und mit denen haben wir auch wieder eine gute Kampfkraft. Jetzt darf er wieder ranglotzen. Die kann er jetzt nicht mehr so leicht vernichten. Mit dem kann er, glaube ich, schwächen. Genau. Verringere die Stärke von 3 Nicht-Gold-Einheiten um 2. Das ist natürlich ein perfekter Konter, ne? Okay. Dann werden wir jetzt damit erstmal den Chort hervorlocken. Da ist er auch schon mit seinem neuen Angriff. Wir haben aber immer noch mehr als er. Wir könnten mit dem Schwalbentrank einen der Hexer um einiges verstärken. Der Krake soll meine Eier fressen. Sieh einer an! Oder wir vernichten eine von seinen Kreaturen. Mit dem Alzus-Donner. Fragen über Fragen, hä? Frost haben wir leider nicht. Damit wir damit noch irgendwelche Sachen machen können. Am besten wäre es, wenn wir einen von den Hexern verstärken. Damit haben wir ihm wieder einiges voraus.
Okay, er killt einen von unseren. Damit haben wir ihm immer noch was voraus. Ich denke, wir beenden den Zug. Wir passen und lassen ihn Karten legen. Das ist jetzt nicht schwer, da die Runde für sich zu entscheiden. Aber damit hätten wir einen kleinen Kartenvorteil, aber wirklich nur einen kleinen, wenn man gegen Skellige spielt. Ja, wir behalten aber bei Glück den Man in der Mitte. Das wäre natürlich ganz toll. Jawohl, wir behalten den Lambert. Richtig geil. Damit starten wir in die zweite Runde mit einer 16er Kreatur. Das ist extrem geil. Das ist extremst, extremst geil. So, das sind dann schon mal gute Aussichten auf Erfolg, ne? Der Krake soll meine Eier fressen. Sieh einer an! Killen wir den doch mal direkt. Die zweite Runde müssen wir auf jeden Fall für uns entscheiden. Ich meine, wir haben jetzt eine Kreatur gekillt, die er ohne Probleme wieder aufs Feld rufen kann, die dann verstärkt wird um 4. Was er jetzt wahrscheinlich auch machen wird. Komm schon, mach mal schneller. So, jetzt wird er verstärkt um 4 und hat 10. Jetzt muss er aber trotzdem ranglotzen, dass er irgendwie es hinkriegt, dass er mehr hat. Immerhin haben wir, er hat Verbrennen schon eingesetzt. Und deswegen wird es nicht so leicht, den hier vom Feld zu bekommen. Ich möchte mir für die finale Runde möchte ich mir die Kombination mit dem Waldschad und dem alten Nebling aufheben. Verbrennen wird etwas schwieriger einzusetzen sein. Wir könnten hier den Man auch wieder schwächen. Da wir sowieso keinen Wettereffekt haben, wird er wahrscheinlich eher weniger eine Karte spielen, die eine Stärke hat. Deswegen schwächen wir einfach mal die hier. Wobei, es wäre besser gewesen, wenn ich die hier geschwächt hätte. Skellige hat nämlich eine Karte, oder allgemein, es gibt eine Karte, die verdoppelt jede geschwächte Karte. Also verdoppelt die Angriffskraft jeder geschwächten Karte. Und ich kann mir vorstellen, genau das möchte er machen. Da bietet es sich gerade an, den hier zu vernichten, bevor er ihn verstärkt. Jetzt bleiben dann nicht mehr so viele Möglichkeiten. Jetzt muss er wirklich stark überlegen, was er macht. Ich denke, der richtige Play wäre jetzt der Eisriese. Damit hätten wir schon mal 7 gut gemacht. Jedenfalls besser als jetzt Iridin zu spielen. Tada, da ist die Karte. Jetzt bekommen die um einiges mehr. Leider kann ich die nicht loswerden. Jetzt bleibt mir da nicht mehr viel übrig. Da wäre der alte Nebling dann doch besser. Spielen wir ihn, dann sind wir nur leicht voraus. Und Eradin heben wir uns für die nächste Runde auf. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Das ist nicht dein Tag. Okay. Okay, das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Das ist richtig, richtig scheiße für uns. Wenn der hier nicht wäre, ne? Jetzt macht er uns quasi einen Strich durch die Rechnung, ja? Unser eigener Man. Wenn er nicht wäre, dann wäre ich jetzt Millionär. Dann müssen wir den jetzt spielen.
Spielen wir den Waldschrat. So, in der nächsten Runde haben wir dann gleich auf. Der Gegner passt. Wir haben jetzt auch 44. Gleich auf ist aber beschissen. Deswegen müssen wir leider Eredin spielen. Bleibt uns da nichts anderes übrig. Wir haben aber noch Verbrennen auf der Hand. Und behalten eine Karte. So, wir passen. Und gucken mal, wen wir behalten. Sollte möglichst stark sein. Da hätten wir auch größere Chancen. Okay, wir behalten den Man. Wenn er jetzt noch eine stärkere Kreatur als den hier spielt. Jawohl, wir haben so richtig Glück. Wir haben jetzt den Geralt gezogen. Und damit dürften wir das eigentlich für uns entscheiden. Spielen wir erstmal Geralt aus. Und falls er noch irgendwie eine Mittelkarte spielt, die jedenfalls stärker ist als er, können wir die immer noch verbrennen. Auch ein Wettereffekt würde ihn jetzt nicht mehr helfen. Also dürften wir gewonnen haben. Belästige mich nicht. Jawohl. Damit reißt das nicht. Wir können jetzt aber noch verbrennen. Einfach nur aus Genugtuung. Bam. Und schon haben wir das Ding gerissen. Yay. Yeah. So, und schon geht der Kampf auf uns. An uns. Jetzt kriegen wir wieder eine tolle Belohnung. Wir kommen Schritt für Schritt dem nächsten Deck näher. Mir fehlen ja nur noch wirklich zwei oder drei Karten, die aber wirklich sehr wichtig für dieses Deck sind. Und dafür sammle ich jetzt wie verrückt. Okay, Leute, wir machen erstmal ein Pack auf. Wir haben genau 100 zusammen. Mensch, nicht dumm. Gönnen wir uns doch gleich mal. Mensch, fast kaufen. Gutes fast. Ich finde die Animationen, die mit eingebracht haben mit diesem ollen Troll, richtig, richtig nice. Dass er die mit seinen eigenen Armen aufschlägt, richtig cool. Ja, sind jetzt nicht die tollsten Karten. Jetzt haben wir noch ein Wasser-Vibe, das ist richtig cool. Die ist ja dazu auch noch Silber, deswegen werden wir uns auf jeden Fall für sie entscheiden. Schadet auf jeden Fall nicht. Yo, annehmen. Ist okay, ich hatte auch schon bessere Booster. Okay, bald haben wir auch mehr Crabs zusammen. Dann kann ich mir wieder eine Karte leisten. Okay, Leute, ein Spielchen machen wir noch, oder? Springen wir direkt mal rein. Ragnar Rock. Oh, Ragnar. So, da wären wir auch schon. Wir spielen endlich mal gegen Squirtel. Das tun wir einfach so selten. Da freue ich mich jedes Mal, wenn wir mal das Vergnügen haben. Bei denen weiß ich nie, was ich bekomme. Das sind, Squirtel sind wie Pralinen. Oh, die Mega-Kombination. Die Mega-Kombination. Wir brauchen keine zwei Donner. Wir brauchen auch nicht so viele von denen. Jetzt haben wir Donnertrank. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Damit kann ich, glaube ich, leben. Und den Rest ziehen wir dann einfach in der zweiten Runde zusammen. So, annehmen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie starten wir die Sache? Ich denke, wir starten, indem wir die Reiter ausspielen und die dann mit dem Donnertrank verstärken. Damit werden die schon sehr, sehr stark. Und wenn er nicht unbedingt Verbrennen hat, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, dann hätten wir ganz gute Chancen, um das erste Ding für uns zu entscheiden. Oder jedenfalls ihn dazu zu bringen, sehr viele Karten auszuspielen, wovon wir dann einen Kartenvorteil hätten. Warten wir erstmal ab, was er spielt. Der Effekt von der: Nimm eine beliebige Einheit auf deiner Seite, auf deiner Hand und spiele sie sofort wieder aus. Ist ganz nett. Noch habe ich da nicht viel davon gesehen.
Lassen wir uns mal überraschen, welche Kombinationen da möglich wären. Weil mit Square Tail habe ich mich noch nicht so groß auseinandergesetzt. Ich habe nicht so die krassesten Karten für das Deck zusammen. Durch, mein Lieber. Was zum Teufel? Warum hat er die als erstes ausgespielt? Hat er so krasse Karten, dass er nicht weiß, was er machen soll? Weil das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Damit hat er einfach mal die Karte verschwendet. Aber gut. Wenn er das so machen möchte. So, da hat er unsere Kombination zunichte gemacht. Mit dem Donnertrank. Sehr doof. Sehr, sehr doof. Jetzt ist es eine gute Frage, wie wir das machen. Entweder ballern wir jetzt schon die Waldschad-Kombination aus. Oder warten ab. Wir könnten eigentlich schon mal anfangen. Ich meine, wir haben Nebel. Dann nutzen wir das einfach mal mit dem Nebel. Und später können wir dann immer noch mit dem Waldschad agieren. Cool wäre es, wenn wir jetzt einfach nur die Neblinge ausspielen. Einer von denen dann auf dem Feld bleibt und wir in der nächsten Runde den Waldschad ausspielen, damit er trotzdem weiterhin gebufft wird. Das wäre eigentlich ganz cool. Gucken wir mal, ob die das uns erlauben. Sie können sich verstecken, aber es gibt kein Entrinnen. So, da hat er die Kreatur schwächer gemacht. Wir spielen unseren Nebel aus. Vielleicht überlebt die noch eine Runde, sodass er gebufft wird. Der Gegner gibt auf jeden Fall das Tempo an. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin schon klar. Die Milfa! Die geile Sau. Die stärksten Nicht-Gold-Einheiten auf beiden Seiten kehren in die Hand ihrer jeweiligen Besitzer zurück. Bei mehreren gleich starken Einheiten wird eine zufällige ausgewählt. Ja, also damit groß geschadet hat er mir jetzt nicht, ne? Wir spielen den wieder aus. Können dann in der nächsten Runde noch einen ausspielen. Wir werden nicht verhandeln. Was? Irgendwas ist gerade geschehen. Ist das ein permanenter Effekt oder was? Oder wie, oder wo, oder wann? Kann doch nicht sein, oder? Jetzt lass mal meine Karte in Ruhe. Der Gegner passt. Wir hauen direkt mal den Mann raus. Das ist dann nicht so schlimm. Und da können wir die Sache für uns entscheiden. So. Wir passen und wenn wir ganz viel Glück haben, bleibt der alte Nebling. Aber meistens wird es dann doch eher der. No, nee, der Nebling bleibt. Sehr geil. Können wir da die Kombination mit dem Waldschad machen? Und das ist natürlich auch richtig geil. Wir werden aber erstmal den Waldschad raushauen, damit er weiterhin gebufft wird. Das ist wichtig, das natürlich so früh wie möglich zu machen. Hauen wir raus. So, jetzt wird er von Anfang an schon gebufft. Wir bekommen noch so 3 Einser. Und dann hauen wir die anderen Neblinge raus. Die könnten wir dann mit dem Donnertrank noch verstärken. Und dann wäre das schon extrem mächtig. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er uns da einen Strick durch die Rechnung macht. Strich meine ich nicht, einen Strick. Strick passt aber auch. Da er so eine Karte hat, die Sonderkarten einfach aus dem Deck ausspielt, zufällig. Aber da könnte ja immer noch so eine Bombe drin sein, die alles zurücksetzt. Das kann sehr, sehr gut sein. So. Aber wir machen es trotzdem. Vielleicht hat er es auch nicht. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Das Schlechte ist, er hat auf jeden Fall mehr Karten als wir. Totentanz! Und holt die Karten auch ständig wieder zurück und spielt sie wieder aus. Der versucht, die auf jeden Fall loszuwerden. Ich merke das schon.
Und das hat er auch hingekriegt. Das heißt aber nicht, dass er jetzt dadurch trotzdem gewinnt. Es kommt mir aber so vor, als ob er diese Bombe nicht hat. Weil er sich sonst nicht so viel Mühe machen würde, die Kreaturen loszuwerden. Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Dann kommen wir doch mal mit unseren. Mit unseren Hexern. Und können da schon mal gut was aufbauen. Und das wird jetzt schwierig für ihn. Das wird wirklich schwierig. Das, was mich jetzt halt extrem stört, ist, dass er einfach so viel mehr Karten hat als wir. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass wir das noch reißen. Wir spielen erstmal Eredin aus. Da muss er erstmal gucken, dass er die überhaupt loswerden kann. Alle gemeinsam. Stufe ist, wir haben jetzt sehr viele Punkte voraus. Er kann das ganze Ding kontrollieren. Und wenn wir dann alle unsere Karten ausgespielt haben, kann er sich die besten natürlich für den Schluss aufheben und uns dann fertig machen. Ich verfüttere dich an die Krähen. Halt durch, mein Lieber. Er spielt die immer wieder aus. Okay. Er hasst unsere Nieblinge. Ich merke das schon. Er hasst sie mit ganzem Herzen. Okay. Wir spielen erstmal den Mann aus. Und greifen. Die hier an. Was? Was? Weiße Kälte, krass. Erzeugt einen Nebeleffekt und auch noch einen Frosteffekt. Oh, das ist jetzt scheiße. Aber auch nicht so scheiße. Dadurch, dass wir jetzt unsere Eisriesen spielen können und er zusätzlich um 7 gebufft wird. Leute. Okay, was macht der nochmal? Der holt irgend so einen blöden Piraten. Oh, die Kombination ist geil. Die Kombination ist richtig geil. Und zwar holt er irgend so einen blöden Vogel. Der reduziert alle unsere Stärke um 2. Damit löscht er erstmal die Mans hier aus. Damit haben wir schon drastisch weniger. Und wir können nichts groß damit buffen. Wir müssen die Sache jetzt durchziehen. Da müssen wir die Sache jetzt durchziehen. Wen sollen wir denn da hochbuffen? Kein Hexer ist übrig. Die Qual der Wahl. Verstärken wir einfach mal unseren Nebling. Skoyatell-Angriff! Okay. Das ist gut, dass wir jetzt unseren Trank einsetzen können mit der vollen Stärke. Er löscht wieder etwas aus. Jetzt die Frage: Hat er denn genug? Was ist das? Was ist das? Reduziert um 5. Wir haben aber immer noch mehr als er und somit haben wir die Runde gewonnen.
und damit das Spiel. Tada! Also mit Square Tail, also gegen Square Tail zu spielen, ist eigentlich schon ganz lustig. Bringt so ein bisschen frischen Wind rein. Und da habe ich jetzt auch mal ein paar Karten gesehen, die jetzt noch nicht wirklich oft eingesetzt wurden. Okay, wir haben wieder Erz bekommen. 20. Okay, Leute. Das soll's für den Teil gewesen sein. Ich habe hier ein paar Videos verlinkt. Einmal ein Tutorial, was ihr euch auf jeden Fall reinziehen solltet, wenn ihr mit Gwent noch nicht so viel zu tun hattet. Da habe ich es kurz und knapp gehalten, so das Wichtigste erklärt, damit man da so ein bisschen durchblickt. Das andere ist der Guide zu diesem Deck. Da habe ich erklärt, wie das Deck an sich funktioniert und welche Taktiken möglich sind. Ansonsten drückt euch den Abo-Knopf, unterstützt mich so ein bisschen, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Wir sehen uns in den nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen.